Wir starten mit dem nächsten Vortrag. Ich darf ganz herzlich Daniel Bachfeld begrüßen, den Chefredakteur vom Make-Magazin. Im vorigen Vortrag hatten wir so einen Moment, wo wir das schon so ein bisschen angesprochen haben. Es geht um eigene Projekte dokumentieren. Es wird wahnsinnig viel gebastelt. Die Maker, den zuckst du in den Fingern, sie haben Lust, Dinge zu machen. Aber das Thema Open Source kommt auch immer wieder hoch, dass man einfach auch mal Dinge dokumentieren, der Nachwelt erhalten kann. Jetzt ist ja natürlich immer eine Frage, Open Source ist ja so ein Geschäftsmodell, was man auch mal schauen muss, dass es sich trägt. Grundsätzlich Dokumentation, wenn man Dinge rausgefunden hat, ist ja eine tolle Sache, sie anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil der Titel, der implementiert ja schon so ein bisschen, dass, wenn man das gut drauf hat, man sogar vielleicht ein Autor von der Make werden könnte. Genau. Also ja, Ruhm und Ehre sind natürlich erstmal die ersten Ziele. Man kann auch damit Geld verdienen, wenn man das regelmäßig macht. Ich will euch einfach mal so am Beispiel der Make, wie bei uns die Abläufe sind, wie bei uns Artikel ins Heft kommen, wie man da Autor wird, einfach so ein paar Sachen erzählen dazu. Wer bin ich? Ja, vielen Dank nochmal Martin für die Anmoderation. Ich bin Daniel Bachfeld, Chefredakteur der Make. Ich will noch mal ganz kurz was zum Magazin an sich erzählen. Wir haben uns 2012 sozusagen als Spin-off der CT gegründet, CT Hex. Wir gingen aus so einem Wettbewerb hervor, Mach flott den Schrott, wo auch ganz viele Leser ihre Projekte eingereicht haben. Wir haben da ursprünglich einen Wettbewerb draus gemacht. Die Leser haben ihre Projekte beschrieben und wir haben dann irgendwann diese Projekte, also diesen Wettbewerb durchgezogen. Wir haben dann eine Verlosung gemacht in verschiedenen Kategorien und wir haben viele von diesen Projekten dann in dieses Heft CT Hex reingebracht und dort dokumentiert. Bilder, Fotos, Listings und so weiter. Wir sind dann eine Zeit lang, zwei Jahre lang erschienen, viermal im Jahr. Wir haben uns dann umbenannt in Make. Warum haben wir uns in Make umbenannt? Weil wir zwischenzeitlich schon die Lizenz in Deutschland hatten, die Maker-Fairs zu veranstalten. Also ähnlich wie die Make Munich, plus mit einem etwas anderen Namen. Und weil die Leute den Zusammenhang CT Hex und Make nicht verstanden haben, haben wir uns in Make umbenannt. Wir erscheinen mittlerweile siebenmal im Jahr. Wir sind ein eigener Verlag, der noch zu Heise gehört. Wir heißen jetzt Maker Media GmbH. Wir machen sieben Hefte. Wir machen die Maker Fairs. Wie sowas aussieht, wisst ihr ja mittlerweile, das seht ihr ja hier. Wir machen für alle deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, machen wir die Maker Fairs. Berlin und Hannover machen wir in Eigenregie und für alle anderen vergeben wir Lizenzen. Wir haben in 2013 mit der ersten Maker Fair Hannover haben wir 4.500 Besucher angelockt. Wir planen dieses Jahr insgesamt mit allen Maker Fairs 100.000 anzulocken. Wir machen mittlerweile auch die sogenannte MakerCon, die Konferenz für Maker. Da geht es so ein bisschen um die Professionalisierung der Maker. Wie gründe ich ein FabLab? Wie kann ich mich als privater Maker professionalisieren? Mit wem muss ich Kontakt aufnehmen? Was sind die Dienstleister? Also ein bisschen so wie zum Beispiel Mr. Beam, die da hinten uns in der Ecke sind. Die haben das crowdfunded. Wie entwickle ich das? Wie vermarkte ich das? Und so weiter. Und wir sind nächstes Jahr mit der Konferenz im März dann am Start. Fangen wir an. Worum geht's auch überhaupt in unserem Heft? Also was für Projekte suchen wir? Wir suchen natürlich in erster Linie euer Projekt, eure Ideen. Die sind teilweise so schräg, so verrückt, dass wir nie im Leben darauf kommen würden. Das kann in verschiedene Ausprägungen haben, wie ihr euer Projekt in unser Heft bringt. Das ist im einfachsten Fall ein sogenannter Was uns inspiriert Artikel. Der besteht aus einem kurzen Text, einem Foto, was relativ scharf sein sollte, und einem Link. Ein Link auf eure Webseite, wo ihr noch ein paar Zusatzinformationen anbietet. Die nächste Stufe, die ihr mit der in die Make kommen könnt, wäre ein sogenanntes Community-Projekt. Das besteht aus mindestens zwei Seiten, mehreren scharfen Fotos und nochmal einen Link zu einem Langtext, der dann zu euch führt. Da könnt ihr dann auch Downloads anbieten. Die nächste Stufe ist ein Projektbericht. Mehrere Seiten, so ein sogenannter Erfahrungsbericht, wie vorhin von meinem Vorredner, der so ein bisschen erzählt, also worum geht es, was habe ich da gemacht, wie habe ich das gelöst, aber keine detaillierte Anleitung. Die höchste Stufe sozusagen der Anleitung ist der Schritt, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine genaue Bildanleitung zu irgendeinem Projekt, wo man einzelne Schritte dokumentiert. Hier wird was rangeklebt, hier wird was angeschlossen, hier wird so gefeilt und so weiter und so fort. Das kann teilweise bis zu 10 Seiten gehen, je nachdem, was es für ein Projekt ist.
Die nächste Stufe oder die andere Art von Artikeln, die wir auch in der Make bringen, sind sogenannte Know-how-Artikel. Das kann ein Lieblingswerkzeug sein, wo ihr darüber berichtet, mit welchem Werkzeug ihr gerne zusammen oder mit welches, ja, welches ihr gerne benutzt. Das muss jetzt kein neues Werkzeug sein, also nicht irgendwie Rocket Science, sondern das kann einfach ein Werkzeug sein, was euch besonders am Herzen liegt. Das kann sowas Banales sein wie Gaffer Tape, wo ihr in der Vergangenheit schon irgendwie schärfste Projekte gemacht habt. Das ganze Auto ist nur noch mit Gaffer Tape, was das zusammenhält. Das kann es also auch sein. Dann machen wir öfter sogenannte Reingeschaut-Artikel. Irgendwas ist kaputt oder man interessiert sich für irgendein Gerät oder irgendwas anderes und will einfach mal reinschauen und dann nimmt man es auseinander und dann dokumentiert man so ein bisschen, ach, guck mal, da ist ein Motor, da ist irgendwie so eine Platine. Das kann zum Beispiel auch eine Waschmaschine sein. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal reingeschaut, aber wenn man da nochmal nachbohrt, findet man durchaus interessante Sachen. Da ist zum einen der Wäschekorb, den kann man nochmal als Feuerkorb nehmen. Da ist eine Pumpe drin, da sind diverse Motoren drin, das kann man also alles noch ausschlachten und für schöne Projekte benutzen. Und selbst das Bullauge, das Glasbullauge, kann man zum Beispiel noch für ein Holzwohnmobil nehmen. Also schöne Sachen, die man damit machen kann und das kann man eben dokumentieren. Dann der eigentliche Know-how-Artikel wäre ein sogenannter Grundlagenartikel, der über mehrere Seiten geht. Das kann zum einen Praxis sein, wo ihr euren Lesern oder wem auch immer erklärt, Einführung in die CNC-Software. Wie bediene ich das? Worauf muss ich achten? Einführung in ein bestimmtes Tool. Das kann aber auch zum Beispiel Arduino sein oder die Grundlagen des Schweißens. Verschiedene Schweißtechniken erklären, welches eignet sich für welche Materialien am besten. Dann gibt es die reinen Theorieartikel. Wenn ich zum Beispiel Akkutechnik nehme, ich stelle einfach mal Nickel-Metallhydrid vor, Lithium-Ionen, was gibt es da sonst noch? Einfach mal plump erklärt. Motortechnik hatten wir zum Beispiel im Heft. Was sind Brushless-Motoren? Was sind DC-Motoren? Wie funktionieren zum Beispiel Drohnen? Das kann man machen. Und man kann auch eine Mischung aus beidem machen. Man kann einen Artikel starten, indem man zum Beispiel mit der Theorie anfängt und dann mit der Praxis einfach weitermacht. Zum Beispiel, wenn man jetzt CNC-Software den ersten Einstieg macht und sagt, wir nehmen irgendwie ein CAD-Programm, wir zeigen auf 5 Seiten, wie die Grundfunktionen dieses Programms sind und die nächsten 5 Seiten zeigt man dann konkret, sagen wir mal, mit unserem Maxi-Posi, das ist ja unsere neue Fräse, wie man das in der Praxis dann umsetzt. Wie ist der Ablauf? Das eben war ja nur so ein bisschen der Ausblick, was kann es alles sein, was können es für Themen sein, wie funktioniert mit uns, einen Artikel ins Heft zu bringen. Einfach erstmal Kontakt per Mail, die Mailadresse seht ihr da. Oder hier, Kontakt auf der Maker Faire. Ihr kommt einfach am Stand vorbei, schildert einfach mal eure Idee und wir sagen, puh, könnte was sein, könnte nichts sein. Was brauchen wir von euch? Wir brauchen einen detaillierten Vorschlag, dass ihr also euch im Vorfeld schon Gedanken macht, was will ich eigentlich erzählen, wie will ich das erzählen und wem will ich das erzählen. Die Artikelart hatten wir ja gerade eben schon gesehen. Stichwortartig, um was geht es und auch insbesondere, um was geht es nicht, was will ich nicht erzählen. Und wer ist meine Zielgruppe? Das ist insbesondere wichtig. Stellt euch jemanden vor, die mir das erzählen wollt. Wenn ihr einen Einstiegsartikel macht, stellt euch eure Freundin oder eure Frau vor, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat. Wenn ihr einen Profiartikel machen wollt, stellt euch den Kumpel im FabLab vor, der dann vielleicht kritische Fragen stellt. Dass ihr also so eine Person vor Augen habt, wenn ihr dazu was schreibt. Dann brauchen wir von euch so eine ungefähre Artikellänge. Plant ihr jetzt was über 6 Seiten, über 15 Seiten zu schreiben? Fotos, Videos. Wenn das Projekt schon am Start ist, wäre es nicht schlecht, wenn wir schon mal einen kleinen Einblick haben. Listings kann man schon vorschicken. Infografiken. Sicherlich wollt ihr noch ein paar Detailfunktionen irgendwie erklären. Ein Foto reicht vielleicht nicht aus. Nehmen wir mal an, ein Grundlagenartikel, wie funktioniert ein Brushless-Motor und der Regler dazu. Das funktioniert ja am besten über Infografiken. Das könnt ihr gerne auch handgezeichnet erstmal schon mitschicken. Ihr könnt gerne noch einen Bezug zu erschienenen Artikeln reinnehmen und sagen, pass mal auf, bestimmte Grundlagen will ich gar nicht mehr erwähnen, ich will nicht im Urschleim rumrühren, sondern guckt einfach in der alten Make in den Artikel und ja, dann baue ich auf diesem Artikel auf. Und was für uns neuerdings auch interessant ist, wir versuchen vermehrt Bausätze anzubieten in Kooperation dann mit den Autoren. Ist euer Projekt bausatztauglich? Ist es irgendwas, wo man eine Platine zumachen kann, dass man das bundeln kann und zum Beispiel auf den Maker Faires anbieten kann? Wenn ihr uns das alles geschickt habt, dann gibt es eine Redaktionskonferenz. Wir entscheiden in der Redaktion, ist das interessant für uns oder ist das gar nicht unser Niveau oder gar nicht unsere Richtung? Es gibt eine Rückmeldung. Wir reden gegebenenfalls über die Anpassung und vielleicht eine Variation der Länge der Sachen. Oder wir sagen auch, das muss auf jeden Fall unbedingt noch rein, das musst du genauer erklären.
Dann gibt es eine Terminvereinbarung, die ist in der Regel eigentlich, sagt ihr, wann ihr Lust und Zeit habt. Ihr seid ja alle noch berufstätig irgendwie. Das kann, wenn ihr in 2 Wochen sein, das kann aber auch in 2 Monaten sein. Dann vergeht sehr viel Zeit oder eben wenig Zeit. Ihr gebt den Artikel bei uns ab. Wir gucken uns an, ist alles vorhanden? Sind die Bilder, die wir dafür brauchen, sind die vorhanden? Sind die Grafiken vorhanden? Stimmt der Text ungefähr? Und auf Grundlage des abgegebenen Materials einigen wir uns dann auf ein Honorar. Das Maximalhonorar pro Produkteseite ist 200 Euro. Dann muss es aber auch relativ komplett und gut sein. Wenn der Text jetzt, sag ich mal, nur aus irren Gebrabbel besteht und wir müssen sehr lange redigieren an dem Text, dann behalten wir uns eben vor, dass wir sagen, wir zahlen nur 50 Euro pro Seite. Der Schnitt ist in der Regel so bei 150 Euro. Dann wird der Artikel bei uns in der Redaktion redigiert. Das heißt also, wir überarbeiten ihn nochmal sprachlich, wir gucken nochmal die Bilder an, ändern Bildunterschriften und so weiter. Wir fragen eventuell nochmal an, ob es weiteres Zusatzmaterial gibt. Und dann geht es bei uns in die DTP. Dann wird layoutet. Und die machen dann quasi aus den eingereichten Infografiken, aus den Texten, aus den Bildern, machen die ein PDF, so wie es eben in der Make aussieht. Und das bekommt ihr dann zur Korrektur. Das heißt, ihr habt immer noch ein Mitspracherecht. Sind die Korrekturen, die wir eingebaut haben, sind die okay? Stimmt das nicht? Also ihr habt das letzte Wort. Nicht, dass ihr da übergangen werdet. Dann fügen wir die Korrekturen ein und der ganze Artikel geht in die Druckerei und es wird gedruckt. Das Heft erscheint und ihr bekommt ein Belegexemplar und dann auf Grundlage der gedruckten Seiten im Heft dann das Honorar. Dann vergeht wieder ein bisschen Zeit, bis das Heft am Kiosk erscheint. Das dauert ungefähr 10 Tage und dann gibt es unter Umständen Leserbriefe oder auch nicht. Manchmal gibt es sehr viele Leserbriefe und manchmal gibt es gar keine Leserbriefe. Das heißt nicht, wenn es keine Leserbriefe gibt, dass das Projekt nicht toll ist. Es war nur alles sehr gut erklärt. Es gibt dann aber durchaus auch ganz viel Schimpfe manchmal, wenn irgendwie ein Bauteil vielleicht doch mal verkehrt herum im Schaltplan drin war, dann tobt das Forum und auch unser Postkasten läuft voll. Kommen wir kurz zu dem Material, was für uns wichtig ist. Fotos, na klar, will jeder haben vom Projekt. Bitte scharf und in hoher Auflösung. Formate stehen da. Wichtig ist, dass ihr auch die Bildrechte habt. Also wenn ihr über irgendwas berichtet, nicht einfach im Internet googeln und sagen, ich habe jetzt gar nicht die Infografik, ich guck mal, was es so gibt. Ihr schickt uns das, wir wissen, dass es oder wissen nicht, dass es von euch ist, dann gibt es dann für uns eventuell Ärger. Möglichst nicht mit einem Smartphone fotografieren, sondern jeder hat vielleicht auch noch eine digitale Kompakte irgendwo rumzustehen, die macht in der Regel bessere Bilder. Möglichst einfarbiger Hintergrund. Wenn ihr also euer Projekt fotografiert, legt einfach am besten eine Tischdecke drunter, eine weiße, geht sehr gut, stellt das Projekt drauf und dann fotografiert ihr. Möglichst nicht blitzen und möglichst keine Schlagschatten. Wie kriegt man das trotzdem gut hin? Einfach eine lange Belichtungszeit. Also Licht hinstellen, lange Belichtungszeit. Das kann man deshalb machen, weil das Projekt läuft ja nicht weg, es bewegt sich ja nicht und dann mal einfach ein bisschen ausprobieren. Wer Lust hat, kann sich auch eine sogenannte Hohlkehle basteln. Das ist dann quasi eigentlich so ein winkliges Teil, wo man sein Projekt reinstellen kann. Dann hat man auch noch einen hellen Hintergrund, aber das ist nicht zwingend notwendig. Wichtig ist nur, dass es ein einfarbiger Hintergrund ist. Dann können Sie unsere Layouter dieses Bild nämlich freistellen mit Photoshop oder mit Lightroom. Große Blendenzahl wäre praktisch, damit wir eine große Tiefenschärfe haben. Stativ wäre schön, muss aber nicht. Manche können eben so lange stillhalten mit den Händen, dass es eben auch nicht verwackelt. Und bei einigen Dingen ist es ganz praktisch, vielleicht ein kleines Objekt zum Größenvergleich dazu zu legen. Zum Beispiel so ein ESP8266, als wir den zum ersten Mal im Heft hatten. Das Ding ist nur so groß. Wenn man das jetzt irgendwie so groß abbildet, denken alle, der ist wirklich so groß. Das haben wir einfach ein 10-Cent-Stück daneben gelegt. Dann hat man eine gute Einschätzung, wie groß das wirklich ist. Und wichtig, Fotos bitte nicht vorbearbeiten und auch nicht beschneiden. Das würden wir gerne machen. Wir haben die besseren Tools und die besseren Bearbeiter. Zumindest glauben wir, dass wir das haben. Okay, was gehört noch dazu? Grafiken, die sogenannten Infografiken, wo ich irgendwie nochmal einen Ablauf zeige oder irgendeine Funktion, die was zusammenhängt. Schemazeichnung bitte in PDF oder EPS oder EVG. Zur Not geht auch eine Handskizze, die wird dann von uns nachgezeichnet, von unserer Layout-Abteilung. Schaltpläne sind immer ganz wichtig, wenn es geht, immer Schaltpläne dazu, das fragen Leser immer wieder an, Schaltpläne, 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 aber bitte nicht mit Fritzing. Fritzing sieht einfach schlimm aus, finden wir. Was man mit Fritzing machen kann, sind die sogenannten Verdrahtungspläne, also wo man auf dem Breadboard sieht, wo führt welches Kabel hin.
Aber Schaltpläne bitte in den üblichen Formaten Eagle, Easy, EDA, S-Plan, Versat oder KeyCut. Tabellen machen wir auch gerne, wenn es irgendwie eine Übersicht geht, verschiedene Prozessorfunktionen und man will da Werte eintragen, dann bitte in Excel oder im Open Document, ich weiß gar nicht, wofür das S steht, egal. Und Screenshots sind natürlich auch immer gerne gesehen. Also Screenshots von irgendwelchen Funktionen, wenn man vielleicht was mit Raspberry Pi macht oder wenn man in Arduino irgendwas programmiert, kann man auch mal, anstatt dass man das Listing so irgendwie abdruckt, auch gerne einen Screenshot von der Arduino-IDE machen. Genau, Arduino-IDE-Listings nehmen wir auch gerne entgegen. Das ist auch eine Anforderung der Leser. Gerne Listings abdrucken, aber nicht komplett alles. Es reichen also Auszüge der wichtigsten Funktionen, der Kernfunktion eines Programms. Man muss jetzt also nicht alle importierten Bibliotheken irgendwie mit abdrucken, sondern sagen wir mal, man hat irgendwie bei irgendeinem Programm eine Gesichtserkennung, wie man da so ein Objekt anlegt, was man dann macht, das reicht vollkommen aus. Wichtig ist, in dem Listing, die abgedruckt werden sollen im Heft, keine Kommentare rein, weil das wird irgendwie zu groß. Später komme ich nochmal dazu, da dürfen dann auch Kommentare drin sein. Die Listings sollten nicht in dem normalen Text mit abgeliefert werden, sondern in eigenen Textdateien. Und Listings können gerne Zeilennummern enthalten. Das heißt, dann kann man später im Text, wo man die Funktion beschreibt, kann man dann gerne darauf referenzieren und sagen, in Zeile 20 wird dieses Objekt instanziert und in Zeilen 20 bis 25 machen wir dies und jenes. Wir machen das Syntax-Highlighting. Wir haben da extra Tools dafür, um verschiedene Programmiersprachen dann dementsprechend zu highlighten. Also sei es jetzt Python, Arduino IDE oder C++, das machen wir. Wichtig ist nachher, da wir die Listings zum Download für unsere Leser ja anbieten wollen, die wollen das ja nachbauen, müssen dann die Listings vollständig sein. Und sie können dort auch gerne detailliert kommentierend sein. Also so viel ihr wollt, wenn es dem dann dienlich ist. Aber die Listings müssen später auch funktionieren. Also wir laden die wenigstens einmal in die Arduino-IDE rein und checken, kompiliert es. Wenn es nicht kompiliert, haben wir irgendwas vergessen. Wahrscheinlich ist es irgendeine Bibliothek, die dann irgendwie im Artikel nicht beschrieben wurde. Da kann man also an sich selber nochmal abchecken, habe ich jetzt irgendwie eine wichtige Bibliothek vergessen, die eigentlich da rein müsste. Weil oft geht es ja einem so, man bastelt an einem Projekt rum, dann macht man irgendwas, dann vergisst man, dass man hier noch einen Fehler beseitigt hat, dokumentiert das nicht. Wir merken das dann an dieser Stelle. Ja, das wichtigste Material ist natürlich der Text. Macht euch Gedanken über eine Gliederung und einen roten Faden. Was will ich eigentlich erzählen? Wie will ich es eigentlich erzählen? Und in welchen Schritten will ich es erzählen? Aspekte kann man in Infokästen vertiefen. Wenn man also merkt, eine detaillierte Beschreibung in dem eigentlichen Artikeltext führt jetzt irgendwie von dem Thema weg, dann nehme ich den Punkt und lagere den Infokasten aus. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man diesen als Leser, ob man diesen Infokasten lesen möchte oder ob ich einfach erstmal so durchlesen möchte. Der Artikel sollte natürlich nicht trocken sein, sondern lebendig zu lesen. Ich kann nur sagen, traut euch ruhig, schön zu formulieren. Viele haben irgendwie, denke mal, weil sie in der Schule nicht in Deutsch vielleicht nur eine 4 hatten oder so, viele von euch können schreiben, ohne es zu wissen. Sie können vielleicht nur nicht die Interpretation irgendeines Gedichtes, was sie denn in der Schule machen sollten. Wichtig sind auch klare Aussagen. Das haben wir immer wieder. Kein sollte, könnte, dürfte, würde, müsste. Also entweder macht man es oder man macht es nicht. So Sätze wie, dann sollte die Arduino-IDE den Sketch übersetzen. Ja, was heißt sollte? Und wenn er es jetzt nicht macht, dann auch gleich darauf eingehen, auf die Fehlersuche. Das habe ich eingangs schon erwähnt oder vorhin. Stellt euch Personen vor, für die ihr den Text schreibt. Also meine Frau, mein Sohn oder für meinen Mitkommilitonen oder für den Professor. Der Richtwert für eine geschriebene oder für eine gedruckte Seite sind 2500 ASCII-Zeichen. Dann habt ihr schon mal eine Abschätzung, komme ich damit hin. Wenn wir uns, sag ich mal, auf 10 Seiten im Heft geeinigt haben, die wir vielleicht für den Artikel veranschlagen wollen, dann solltet ihr bei 25.000 Zeichen landen. Wenn es zu viel sind, müsst ihr nochmal an den Text ran und gucken, habe ich Doppelungen drin, habe ich wiederkehrende Aspekte, die dann lieber einmal gründlich erklären als dreimal an verschiedenen Stellen im Heft. Nachvollziehbarkeit, auch ein ganz wichtiger Punkt, hatte ich schon mit der Bibliothek erwähnt. Sind alle Schritte drin? Sind alle wichtigen Schritte drin? Habe ich irgendwas vergessen, was für mich ganz selbstverständlich ist, was ich vielleicht schon seit 20 Jahren mache, aber was für jemanden, der das nachbauen soll, der das noch nicht weiß?
eine gute Idee ist, jemanden das nochmal zum Gegenlesen zu geben, bevor es dann zu uns kommt. Möglichst jemand, der nicht so tief im Thema drinsteckt wie ihr, weil der dann genau nämlich den Finger in die Wunde reinlegt und sagt, das verstehe ich nicht, ne? Erklär mir das doch nochmal. Oft merkt man dann, dass man es eigentlich gar nicht selber verstanden hat und dann muss man eben nochmal ran an den Text. Es gibt Auszeichnungen für verschiedene Textelemente. Das Ganze erkläre ich jetzt hier nicht. Dafür gibt es die Autorenhinweise. Die bekommt ihr, wenn wir Kontakt aufgenommen haben. Der Text sollte in Plain ASCII abgegeben werden. Jetzt habe ich auch ein sollte gesagt. Also der Text muss in Plain ASCII abgegeben werden. Er kann aber auch gerne noch zusätzlich mit einem PDF abgegeben werden, wo die Bilder an der richtigen Stelle schon mal eingebettet werden. Unsere DTP arbeitet noch so mit alten Tools wie Quark. Da können wir ohnehin nur Plain ASCII reinmachen. Aber damit wir die Struktur des Textes besser erkennen können, wäre eben so ein PDF besser. Wir bieten später eure Sachen auch zum Download an. Was bieten wir zum Download den Lesern an? Also Listings, den Code, wo die Kommentare drin sind. Wir bieten eine vollständige Materialliste an. Schaltpläne natürlich, damit die Leute das nachvollziehen können und vielleicht sich nochmal in Größe ausdrücken können. Gibt es ein Platinenlayout, bieten wir das auch mit an. 3D-Druckmodelle, Lasercutter-Vorlagen, sonstige Pläne, die ihr habt. Videos, wenn ihr die gemacht habt, bieten wir die auch mit an. Und Konfigurationsdateien. Die Liste ist jetzt nicht vollständig, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Sachen, die ihr mit zum Download anbieten würdet. Aber anhand dieser Sachen kann der Leser alles nachvollziehen und er hat auch die Entscheidungsfreiheit, mache ich jetzt anhand der Platine, mache ich mir die selber oder kaufe ich mir die vielleicht später als Bausatz. Wie bekommen wir euer Material? Manchmal sind ja die Sachen dann doch recht groß, gerade wenn es hochaufgelöste Bilder sind. Wir können Mails weniger als 20 Megabyte entgegennehmen. Das geht noch in unseren Mail-Server rein. Danach droppt das. Wir haben einen eigenen FTP-Server. Da könnt ihr alles hochladen und uns dann Bescheid sagen, ich hab's jetzt. Dann gucken wir nach und sichten das. Wir nehmen auch gerne Links von File-Hostern entgegen. OwnCloud, die üblichen Sachen, Dropbox, Google Docs, OneDrive und so weiter. Wir arbeiten auch noch mit DVD. Wir haben einige Autoren, die uns ihre Sachen immer noch per DVD schicken. Keine Disketten bitte, das haben wir nicht mehr. Und auch bitte keine Listings zum Abtippen wie in der 64er damals. Hier habe ich mal ein paar Artikelbeispiele noch. Die sind jetzt leider ein bisschen unscharf, weil ich sie aus dem falschen Vorlage rauskopiert habe. Das ist zum Beispiel eine Art Anleitung, die nicht wirklich detailliert ist, aber aus der man ableiten kann, wie sowas funktioniert. Wir haben am Anfang immer eine Kurzinfo, da ist das Material drin, da sind so ein bisschen die Skills, die man mitbringen sollte. Da sind die verwandten Artikel drin, auf die man referenzieren kann. Es ist sogar angegeben, gibt es ein Video dazu und so weiter. Und natürlich der Download-Link, wo später alles zu finden ist, was wir dem Leser anbieten. So sieht dann also eine recht fluffige Anleitung aus, die jetzt nicht Schritt für Schritt ist. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung würde zum Beispiel so aussehen. Mehrere Bilder mit relativ detailliert beschriebenen Schritten. Unter Umständen auch eine Warnung. Hier hatten wir die IKEA-Lampe drin. Und wir haben nochmal eine Warnung reingeschrieben, Achtung, bitte nicht jetzt darum basteln, wenn das Ding noch irgendwie am Strom hängt. Ähnliche Warnungen machen wir auch immer wieder, wenn es um Stichsägen, Kreissägen geht oder wenn irgendwas mit Laser gemacht wird, dann weisen wir mal darauf hin, Brille tragen. Das ist jetzt ein Artikelbeispiel für einen kurzen Projektbericht. Da hat jemand sein Projekt so vorgestellt, das war hier diese Y-Free-Drohne. Ist jetzt leider alles ein bisschen unscharf. Wie gesagt, da gibt es dann diverse, wie baut man das zusammen? Der Autor beschreibt relativ fluffig, wie funktioniert das. Hier Ganze ist noch so eine Infografik über die Verkabelung. Da ist ein Raspberry Pi Zero drin. Und so kann also ein Projektbericht aussehen. Das ist zum Beispiel ein Grundlagenartikel. Hier haben wir extra, weil wir in der Regel davon ausgehen, dass Grundlagen sehr viele Infokästen enthalten, haben wir noch eine Infospalte hier in diesem Layout drin. Und da kann man sich also dann austoben und Grundlagen erklären. Hier geht es dann um LED-Technik und so weiter und relativ ausführlich erklärt. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Eindruck bekommen, wie so ein Artikel aussehen könnte. Ich sage nur, keine Berührungsängste. Wir reden gerne mit euch, deshalb sind wir ja auch hier auf der Maker Faire. Und wenn dann jetzt noch Fragen sind, dann fragt. So, vielen Dank, Daniel. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Da kommt eine.
Hallo, gibt es irgendwelche Bereiche oder Themen, die euch zurzeit besonders interessieren, also was mehr Artikel haben wollt? Naja, also es gibt so bestimmte Sachen. Ich hätte gerne Optik noch mehr im Heft. Das ist zum Beispiel auch zum Beispiel Energie an sich, also Windräder. Wie baue ich mir ein Windrad oder wie benutze ich überhaupt selber Energie? Also Wind, Wasserkraft, Solarenergie, Solarthermie und so weiter. Das sind zum Beispiel Bereiche, die eigentlich draußen immer wieder gerne gefragt sind. Ist einfach ein Trendthema. Und da zum Beispiel hätte ich einfach gerne noch das besser abgedeckt. Wie kann ich mir zum Beispiel ein Windrad selber bauen? Sei es jetzt wirklich aus dem Baumarkt oder schlachte ich ein Fahrrad aus? Oder nehme ich irgendwie die Lichtmaschine aus dem Auto und mache da irgendwas? Das sind zum Beispiel so Themen, die uns auch interessieren. Aber letztlich kann man die Frage gar nicht so eindeutig beantworten, weil wir auch gar nicht so viele Themen immer auf dem Radar haben. Ne? Also das ist ja gerade das Tolle, dass aus der Maker-Community, da kommen einfach Themen aus einer Richtung, mit der wir gar nicht rechnen und dann denken wir, geil, machen wir. Oder auch ein konkretes Projekt, auf die Idee, wo wir nicht auf die Idee gekommen wären. Ja. Weitere Fragen? Noch eine? Wie lange hat man in der Regel Zeit von der Terminvereinbarung bis zur Abgabe? Naja, die Terminvereinbarung ist ja die Abgabe sozusagen, aber wir haben quasi zwischen dem Gespräch, was wir führen und uns auf einen Termin einigen, das kann, also wie es passt, es gibt manche, die haben den Artikel eigentlich schon komplett fertig, wenn wir Kontakt aufnehmen, manche brauchen 2 Wochen und manchmal sagen wir, okay, ist eigentlich zeitlos der Artikel, du kannst ihn uns auch im halben Jahr abgeben. Das ist total individuell, also da gibt es keine Regel. Es sei denn, es ist jetzt wirklich, sagen wir mal, es kommt der Raspberry Pi 4 auf den Markt und du bietest mir jetzt dann dazu einen Artikel an, dann sage ich, dann will ich den jetzt aber auch innerhalb der nächsten Wochen haben. Aber wir sind relativ zeitlos, was die Themen angeht. Okay. Ist es ein Problem, wenn es einen Artikel in der Form eigentlich schon gegeben hat, nur in einem anderen Medium und man macht jetzt quasi eine größere Geschichte daraus als das ursprüngliche? Na, das Thema an sich ist kein Problem. Es muss nur der eigentliche Text darf nicht schon mal da erschienen sein. Also es gibt ja einen Autorenvertrag, den ihr auch bekommt, da steht sowas drin, schon sowas wie Exklusivität. Mhm. Wenn es jetzt aber sowas ist, dass das war zum Beispiel bei dem Y-Freecopter so, das Projekt ist eigentlich schon im Netz, dann bitten wir den Autor, okay, sagen, das muss jetzt nicht mega exklusiv sein, ändern noch ein paar Sachen an dem Text und dann bringen wir es trotzdem im Heft. Aber jetzt einfach nur, wenn es das schon wie 2 Jahre im Netz gab und jetzt nochmal den gleichen Text bei uns veröffentlichen, das geht eigentlich nicht, das wollen wir nicht. Und da würde sich auch der Leser dann betrogen fühlen, der dann eben für ein Heft bezahlt und sagt, das kriege ich ja eigentlich alles im Web. Ja, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Ideen oder einen anderen Dreh, wie man den Artikel nochmal anders bringen könnte oder einen Blogeintrag. Ich hätte jetzt abschließend eine Frage noch. Du hattest ja auch über Zielgruppen berichtet. Was wäre denn ein Thema, wo du sagst, das ist ja, also ich frage wegen Heidelberg, da war oft das Thema, ist das und das Maker oder ja. Nicht-Maker? Wo siehst du da die Grenze? Das ist so ein bisschen schwierig, insbesondere für uns, weil wir ja aus der CT-Ecke eigentlich kommen. Wir sind ja die Erben der CT, die wollen immer alle sehr viel Elektronik haben. Also ich habe mich am Freitag auch mit ein paar hier Haus der Eigenarbeit unterhalten und die sagen, Making ist eigentlich immer was mit Technik. Ja, das stimmt so ein bisschen, aber ist jetzt dann, wenn ich viel mit Holz arbeite, ist das dann auch Technik? Eigentlich nicht. Wenn ich eine CNC-Fräse einsetze, wird es dann wieder technisch. Also die Grenze ist sehr fließend. Es kommt immer darauf an. Also auch zum Beispiel eine Wasserrakete, wenn ich da eine alte PET-Flasche nehme und ich baue mir dann eine Abschussvorrichtung dafür, steckt da Technik drin? Eigentlich nicht. Ist aber irgendwie trotzdem Maker-Projekt. Also das ist immer nicht so einfach zu sagen, was jetzt ein Maker-Projekt ist. Ich würde sagen, das muss man individuell besprechen. Man muss einfach sagen, ist das irgendwie cool, ist es neu? Also bestimmt sind gestrickte hier Hutablagen oder da, wo die Klorollen früher reinkamen, das ist irgendwie nicht cool, auch wenn es eigentlich was mit den Händen gemacht hat. Ja, genau. Okay, die Zeit ist um. Vielen Dank, dass du da warst.